verlassen konnte. Und auch endlich durchzieht, gewinnt er das Ding. Aber wir wissen auch, dass eine weitere Überraschung schaffen. Wichtig wäre es für die Mühlhäuser nach dem. Ein Glück kannst du mit jedem Schläger spielen. Ja. Also ja. Wer selber Tischtennis spielt, wie abergläubisch man ist, kann man da schon ein. Sehr gute Platzierung. Ah, die muss natürlich kommen. Ja. Ja, den ersten Satzball nutzt er dann gleich. Im Playoff-Halbfinale gegen die Nummer 12 der Welt. Ja, hat die Chance optimal genutzt. Neue Bilanz in der TTBL-Saison. Und auch wirklich Potenzial und Zeit, sich hier zu entwickeln. Ein bisschen auf seinen Gegenspieler erhöhen. Ah. Ja, und jetzt. Oh ja, und Franz spielt's gut. Ganz unaufgeregt. Nein, chancenlos, muss man einfach sagen jetzt. Immer wieder gesehen war das oftmals der Matchwinner. Bei Irwin denkt man immer, der ist in den Eisschrank gefallen. Ja, aber ganz so ist es dann doch nicht. Der ist schon sehr fokussiert und nach oben, wenn man ja, gar keine Reaktion zeigt. Der war sehr gut platziert jetzt von ihm. Was bleibt dabei? Sehr selten zu sehen. Wenn
er diesen Aufschlag weiterspielen will. Ja. Wands um ja. Die Ohren. Au. Ja, jetzt spielt das, glaube ich, aus. Zu verlieren hat. Ja, das ist ein bisschen symptomatisch für, ja, das, für das Spiel. Ne? Fisch steht da dann ein ungefährdetes 3-0 für Franz drinne wahrscheinlich. Ja. Und am Ende nutzt er gleich